Zack und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Borussia Dortmund Karrieremodus. Wir sind am Start, wir sind im August, wir sind bei der zweiten Episode und wir haben die ersten Transfers im Visier, die ihr euch ausgesucht habt. Und wir schauen uns direkt ohne weitere Umschweife mal an, was für Spieler ihr so auf dem Radar habt. Wir suchen ja bestimmte Positionen nur, allerdings habt ihr so viele geniale Vorschläge gemacht, dass ich teilweise auch auf welchen gesucht habe, auf denen ich eigentlich keinen Bedarf sehe. Timo Horn im Kasten, dann Ömer Toprak, Niklas Stark, Kalidou Koulibaly und Kostas Manolas in der Innenverteidigung. Dazu Ozan Özyakup, Miralem Pjanic und Raja Nainggolan im zentralen Mittelfeld und Iñaki Williams und Kasper Dolberg vorne in der Sturmspitze. Ein Spieler fehlt noch, den habe ich jetzt gerade noch nicht auf die Wunschliste genommen, beziehungsweise noch nicht gesucht. Und zwar ist das der Innenverteidiger von Sporting Lissabon, Semedo. Ich glaube, Ruben Semedo ist es in diesem Fall. Und den wollen wir auch noch mit dazu nehmen, denn auch der hat eine Menge Potenzial und könnte auch aufgrund der Vergangenheit von Sporting und dem BVB auf jeden Fall eine Rolle spielen. Hier haben wir ihn, setzen den auf die Wunschliste, gescoutet ist er schon und dann haben wir hier eine richtig geniale Auswahl. Wenn die euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da auf dieses Video. Allgemein für diese Folge würde ich mich darüber freuen, wenn wir 1000 Likes schaffen. Letztes Mal waren wir relativ nah dran, muss ich sagen. Habe mich aber sehr gefreut, dass diese erste Episode wieder so angekommen ist und ich denke, die heute wird richtig, richtig gut. Ihr habt euch übrigens für den Sportschau-Stil entschieden und das ziehen wir durch. Wir versuchen mal ein paar Episoden, dann werde ich nochmal fragen, ob ihr eventuell den Mix haben wollt, aber zum ersten, zum zweiten, zum dritten Sportschau-Stil verkauft. Ich werde übrigens alle diese Spieler mal anfragen beziehungsweise mal checken, ob die denn Interesse daran haben, einen Wechsel zu vollziehen beziehungsweise ob die Vereine ein Interesse daran haben, uns die Spieler zu verkaufen. Vorher verleihen wir Jakob Brunlasen für ein Jahr an die Doncaster Rovers, wo er auf jeden Fall spielen wird. Und um alle Spieler anzufragen beziehungsweise um alle zu kaufen, bräuchten wir eine Menge Geld. Beziehungsweise eine Menge virtuelle Währung. Und wenn ihr virtuelle Währung braucht, schaut bei IG Vault vorbei. 6% Rabatt mit dem Code MaxGamerTV in der Beschreibung verlinkt. Auch auf PSN-Guthaben, Microsoft-Guthaben und FIFA-Points. Es lohnt sich auf jeden Fall. Merchandise und meine Social Medias, Instagram und Twitter könnt ihr da auch gerne auschecken. Und wir fragen jetzt mal nach und nach. Oh, falsche Seite hier. Aber wir fragen jetzt mal nach und nach jeden Spieler an. Wir haben ein paar Antworten, unter anderem vom 1. FC Köln. Ich möchte eigentlich nicht zwingend einen neuen Torwart haben. Ich könnte es mir aber schon vorstellen, auch wenn Birki eigentlich ziemlich overpowered ist dieses Jahr. Ich werde einfach mal einen Tauschhandel anbieten. Vielleicht sagen sie da ja, ansonsten möchte ich nicht viel für ihn investieren, weil das Geldverschwendung wäre. Für Stark müssten wir 11 Millionen berappen. Für Manolas, das ist ganz interessant, falls eine griechische Innenverteidigung wäre. 57 Millionen sind aber eine ganze, ganze Menge Geld. Ich würde da sowieso eher auf einen jüngeren Spieler setzen, wie beispielsweise Niklas Stark und den dann aufbauen, auch weil wir ja so ein bisschen realistisch bleiben wollen. Und ich denke, dass ein Stark eher realistisch ist als ein Manolas oder ein Koulibaly, auch wenn die Gelegenheit besteht. Ruben Semedo warten wir aber auf jeden Fall nochmal ab. Und Raja Nainggolan, 61 Millionen, den möchte ich aber ganz ehrlich haben, weil es ist zwar ein Kracher, aber einen kann man sich doch auch leisten. Özyakup, 32 Millionen, den würde ich aber nicht zwingend holen, hatten wir ja letztes Jahr schon. Ruben Semedo, das ist sogar vielleicht ganz interessant, denn 21 Millionen geben, wir bieten einfach mal 11 Millionen aus Spaß. Und jetzt haben wir ein ganz großes Problem, denn Toprak wäre natürlich die realistischste Variante, aber ich habe den gerade schon aus einem guten Grund nicht erwähnt, und zwar, dass Bayer Leverkusen keinen Wechsel ermöglichen möchte. Das kann ich auch in gewisser Weise nachvollziehen. Oh, 10 Millionen war vielleicht ein bisschen niedrig, ich wollte eigentlich 20 machen. Kann man nachvollziehen, aber das steht ihm natürlich ein bisschen im Wege, auch wenn es realistisch wäre halt. 46 Millionen für Koulibaly sind auch eine ganze Menge. Ich werde da einfach mal mit 16 Millionen ankommen. Mal sehen, was sie dazu sagen. Nebenbei bemerkt, natürlich wollen wir ein bisschen realistisch bleiben, ja. Aber es ist immer noch ein Karrieremodus, vergesst das bitte nicht. Ein Karrieremodus kann man leider nicht komplett realistisch gestalten. Ich weiß auch noch nicht so ganz, wie ich hier alles zerstören werde. Es kann sein, dass ich teilweise nicht so krass spielen werde und dass wir irgendwie nicht die Meisterschaft gewinnen und die Champions League gewinnen. Kann aber auch sein, dass beides passiert. Wir werden sehen. Hey, wir verleihen Merino und zwar in Darmstadt. Das ist sehr, sehr schön. Dann sind wir den nämlich mal los, beziehungsweise der hat Spielpraxis. Wir haben übrigens gerade nochmal das Angebot für den Kollegen Horn nachgebessert auf 5 Millionen. Sie sind nämlich interessiert an Birki, wollen aber 18 Millionen. Und Nainggolan, die sind gar nicht verhandlungsbereit. Ich habe jetzt einfach mal Subotic dazu gegeben. Mal sehen, was sie dazu sagen. 13 Millionen will Ajax für Dolberg haben. Allerdings bin ich an dem gar nicht so extrem interessiert, weil wir halt Isak haben. Ich werde trotzdem mal ja sagen. Also wenn wir Subotic abgeben sollten, was ja der Fall sein wird, dann wären Semedo und Stark auf jeden Fall zwei relativ coole Optionen, weil Bartra könnte sich da nochmal ein bisschen beweisen oder Bender halt eben. Und wir hätten mit Semedo und Stark zwei relativ junge und gute Optionen. Stark kann ja auch Sechser spielen, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Dazu wäre dann mein Ziel halt eben, den Nainggolan zu holen. Da hätten wir im zentralen Mittelfeld beispielsweise einen Castro, Götze, Nainggolan, da hätten wir noch einen Weigel mit dabei und eventuell einen Jean-Michael Seri, den ich zumindest sehr interessant finde und nochmal anfragen möchte, auch wenn er nicht vorgeschlagen wurde. Ich mag den einfach. Und vorne drin hätten wir dann Dembélé, Emre Mor, wenn er nicht verliehen wird, dann können wir uns eventuell mit Iñaki Williams bemühen. Dazu noch natürlich links André Schürrle und Marco Reus und vorne halt eben Aubameyang und Isak. Und ich glaube, ich habe irgendwie vergessen, Pulisic. Das heißt, wir brauchen Iñaki Williams zumindest momentan nicht, aber vielleicht holen wir den nächste Saison oder im Winter oder so, wenn es nicht läuft. An sich natürlich realistisch, aber ich weiß nicht, ob ich den wirklich holen soll. Hier mal ein Infocard. Ja, soll ich den unbedingt holen? Ja oder nein?
Also die wollen 33 Millionen für Serie haben, das ist mir zu viel. Und das Angebot gerade für einen Jakob Williams war bei 34 Millionen, das geht sogar noch. Die sagen weiterhin, wir wollen 8 Millionen und Bürki, beziehungsweise die wollen 18,5 Millionen und Bürki, aber ich bleibe mal, also ich gebe jetzt 8 und Bürki, mal sehen. Die sind nicht interessiert an Subotic, das ist schade, vielleicht können wir da mal irgendwas anderes machen. Wen könnten wir denn da mal anbieten? Weiß ich halt nicht wirklich, vielleicht Kagawa, aber Kagawa ist eigentlich auch schon wieder zu wertvoll. Machen wir mal so. Das Ding ist halt, ich bin kein großer Fan von Kagawa, der würde bei mir kaum spielen und auf der Bank versauen, dafür ist er zu wertvoll. Die wollen 37 Millionen für Toprak. Ich bin kein großer Fan von Toprak, muss ich sagen, in FIFA. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig. Ich bin auch kein großer Fan von Koulibaly in FIFA. Ich finde die Option mit Semedo und Stark eigentlich ganz gut und ich glaube, ich werde die auch so machen. Training war mal wieder richtig, richtig gut. Isak mit einem A kurz vor der 69, Dembélé mit einem A und Weigel mit einem B. Zweimal D bei Pulisic und Moore, aber trotzdem nice. Und jetzt wird es richtig interessant. Denn Köln hat akzeptiert und sagt, wir würden euch Timo Horn geben für 8 Millionen und Bürki. Sehr, sehr geiler Deal auf jeden Fall. Sollen wir es machen? Ja oder nein, ist die große Frage. Ich weiß nicht, ob wir bis zum Ende der Episode bzw. bis zum nächsten warten können. Am Bayer 04 hat auch akzeptiert. 25 Millionen für Toprak. Und da ist jetzt halt die Frage, Semedo oder Toprak? Da muss ich mir echt nochmal durch den Kopf gehen lassen, weil Semedo... das... ist halt kritisch. Muss ich halt wirklich echt nochmal überlegen. Aber mal schauen, was haben wir hier sonst noch? Neapel sagt nein, okay, dann wird Koulibaly nicht kommen. Und Niklas Stark, 11 Millionen. Da gehen wir nochmal auf 9,5. Mal sehen, was da kommt. Übrigens, danke für den Vorschlag mit dem Training, dass wir Guerrero trainieren sollen. Werde ich machen, sobald wir ein Upgrade bei irgendeinem dieser Spieler haben. Dann werde ich den rausnehmen und Guerrero hinstellen, weil wir brauchen wirklich auf links eher Spieler als in der Offensive, wo wir alles haben. Und jetzt hätte Ajax akzeptiert. Ah, Dolberg als dritten Stürmer, ja oder nein? Ich weiß es nicht. Wir gucken mal nach und entscheiden früher oder später. Eher später, eher in der nächsten Episode. Die Roma bleibt hart und die Roma bleibt nicht interessiert an unseren Spielern. Dementsprechend holen wir Rajan Nainggolan jetzt einfach so. Vor allem, weil Atletico ein Angebot für Shinji Kagawa macht. Die bieten 24 Millionen, 34. Wenn wir so ein bisschen Richtung die 29, 30, 35 kommen, dann wäre das ganz gut. Dann könnte ich damit auf jeden Fall leben. Wie gesagt, Shinji ist in gewisser Weise eine Doppel-Legende, aber er ist nie zu alter Stärke zurückgekommen, seitdem er zu Manchester gegangen war. Und von daher, ja. Jetzt haben wir es noch interessanter, weil jetzt das Angebot für Ruben Semedo akzeptiert worden. Und wie gesagt, den würde ich eigentlich bevorzugen im Vergleich zu Toprak. Ach, ich weiß es nicht. Ah, Angebot für Nuri Sahin und von der TSG 1899 Hoffenheim. Gehen wir mal ein bisschen höher. Ich werde übrigens Gabriel Jesus nicht holen. Noch nicht. Vielleicht 2022 oder sowas. Aber wie der momentan ausrast bei City, ist ja auch nicht mehr normal, ne? 3 Buden in 2 Spielen, 2 Tore gegen Swansea, Spiele im Alleingang entschieden. Apropos entschieden, Niklas Stark wird wohl zu uns kommen, denn Hertha hat sich entschieden, den zu verkaufen. Rotationsspieler wäre seine Rolle bei uns. Und dazu haben wir gerade bereits gesehen, Timo Horn hat das Angebot angenommen. Das heißt, den könnten wir holen. Das muss ich nochmal durch den Kopf gehen lassen. Und Toprak hat akzeptiert. Auch das muss ich nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ich habe meine Entscheidung eigentlich getroffen. Ich möchte eher Semedo haben, weil der auch mehr Potenzial hat und weil ich halt lieber Bender spielen lassen würde. Also ich bevorzuge Bender vor Toprak, dann wäre es dumm, Toprak zu holen, weil ich Toprak nicht mag. Ja, ich weiß, er kommt in Realität, aber Dolberg hätte akzeptiert. Sollen wir den holen oder nicht? Rom pöbelt immer noch rum. Das geht mir ein bisschen auf den Keks. Oh, jetzt kommt's nämlich. Atletico hat 34 Millionen für Kagawa akzeptiert, für Shinji. Und dementsprechend können wir, und das ist echt ganz geil, auch ein bisschen mehr. Oh, guck mal, 10,5 für Nuri Sahin. Das wird jetzt geht's richtig los hier. Dementsprechend haben wir erstmal Semedo mich jetzt gerade spontan für entschieden und wir können uns Nainggolan ohne Probleme leisten, was auch sehr, sehr nice ist. Dementsprechend lehnen wir Toprak ab, holen uns dazu halt eben noch Stark und die Frage ist jetzt, holen wir Dolberg und holen wir vor allem Timo Horn. Ja, das ist halt schwierig. Ich kann halt auch nicht auf Twitter nachfragen, weil ich ganz gerne das erste Spiel machen würde in dieser Episode noch und Gewissenskonflikt. Isak steigt, den zähle ich übrigens nicht zu denen dazu, die steigen müssen, damit ich halt ihn austausche. Da müssten schon Weigel, Moore, Pulisic oder Dembélé steigen. Wir bekommen Nainggolan wohl nicht. Scheiße, den habe ich mir echt gewünscht. Dafür bekommen wir Stark, aber das ist jetzt gerade kein starker, sondern eher ein schwacher Trost, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Meine Wortwitze sind heute on fleek. Ach Mann, ich hätte echt gerne Nainggolan gehabt. Der hätte halt vor allem auch echt gut zu uns gepasst, finde ich. Und jetzt sagen die Verhandlungsabbruch. Ich habe aber noch einen Spieler, den ich ganz interessant finde. Und den müsste ich auch hier noch irgendwo rumflattern haben. Beziehungsweise zwei sogar. Und zwar Ander Herrera und Gylfi Sigurdsson. Ich werde beide mal anfragen. Und was haltet ihr von Sigurdsson? Er hat Bundesliga-Erfahrung. Er ist groß. Und er ist cool. Und er ist Isländer. Er ist natürlich kein Nainggolan, aber den können wir im Winter immer noch holen. Und dann irgendwie Götze verkaufen, wenn er sich nicht macht. Gylfi Sigurdsson. Holen oder nein? Hier ist meine Infocard. Ihr habt nur begrenztes Mitabstimmungsrecht, weil ich ihn halt schon ganz gerne hätte. Herrera wäre die Notlösung. Also,
Ja, ich hätte lieber Sigurdsson. So, Stevenage möchte sich gerne Patrick Fritsch ausleihen. Das ist in Ordnung. Und alter Schwede, was ist eigentlich los mit diesen ganzen Teams? Ich meine, warum möchte Swansea 43 Millionen für Gylfi Sigurdsson haben? Das ist voll übertrieben. Shinji ist verkauft, 34 Millionen haben wir eingenommen, 29 kriegen wir zum Budget dazu und auch Nuri Sahin ist verkauft, 8,5 kriegen wir dazu. Swansea sagt weiterhin 43 Millionen, vielleicht können wir da Subotic irgendwie mit verscherbeln, wer weiß, gehen wir mal das Risiko ein und schauen, ob das funktionieren mag. Ich bin gespannt, 20 Millionen und Neven, die sind sehr interessiert, aber sie wollen mehr Geld haben. Wir gehen ein bisschen hoch. Übrigens, keine Sorge, zwar ist hier die Bestätigung für Hornbecker, wir können einfach wieder anfragen, beziehungsweise wieder ein Vertragsangebot machen, glaube ich. Zumindest war es in den letzten Teilen so. Dolberg ist noch da, wird aber auch verschwinden. Ich muss halt wissen, ob ich die holen soll, deswegen bitte in die Videobeschreibung. Auch Schwachsinn, natürlich in die Kommentare, meine ich. Und die sind echt momentan verhandlungsunfreudig. Aber gut, ich bin ja bereit, Geld zu investieren. Wir haben es, ja, zumal wir gerade Kagawa verkauft haben. Und jetzt geht's los gegen Mainz 05. Das erste Spiel der Saison wird, denke ich, okay. Schreibt mir einen zentralen Mittelfeldspieler in die Kommentare. Nein, Golan ist egal, Sigurdsson ist egal, Herrera ist egal. Ballert mir einfach einen Spieler da rein, bitte. Wobei, vielleicht soll ich ja auch erst im Winter einen Golan holen und so lange mit Götze, Weigel und Castro spielen. Ist auch in Ordnung, dann schreibt bitte das in die Kommentare. Ihr habt ganz schön viel zu tun, ich weiß, aber das muss halt mal sein. Auf geht's gegen Mainz, erstes Spiel der Saison, Sportschau-Stil. Das heißt, ich habe nicht mehr viel zu sagen. Vamonos. Neue Runde, neues Glück, das erste Aufeinandertreffen von Borussia Dortmund und Mainz 05 am ersten Spieltag der neuen Saison der Fußball-Bundesliga im Signal Iduna Park. Wunderbare Voraussetzungen, ausverkauftes Haus und wunderbares Wetter. Die Sonne strahlte vom Himmel, sie lachte förmlich und hatte richtig Lust auf diesen Fußballnachmittag. Genauso wie die Fans und Spieler, sowohl der BVB als auch Mainz 05 hatten sich in der Sommerpause wunderbar verstärkt. Dementsprechend natürlich optimale Voraussetzungen für ein absolut geniales Spiel, eine wunderschöne Choreografie der Südkurve, der BVB-Fans und des gesamten Stadions, um den neuen Trainer MGT begrüßen zu dürfen bzw. willkommen zu heißen in seinem neuen Wohnzimmer. Bei Mainz natürlich ein paar Debüts, unter anderem das von Levin Öztunali und von Matthias Britos, der aus Mexiko gekommen war, neuer Stürmer, also bei Mainz 05, der Mann aus Uruguay, und er wollte natürlich heute direkt mal eine Duftmarke setzen in der Fußball-Bundesliga, eine deutlich größere Liga als die mexikanische, aber man darf natürlich nicht unterschätzen, dass der Junge immer ein Nationalspieler war und dementsprechend weiß, wo das Tor von Roman Bürki stehen wird. Auf der anderen Seite natürlich auch ein paar Neuzugänge, davon auch einige in der Startelf, allerdings auch die gerade erst verpflichteten Spieler nicht mit von der Partie, beispielsweise Isak nicht im Kader, allerdings Dembélé definitiv in der Startelf. Wir schauen uns einmal die Aufstellung von dem BVB an, von Borussia Dortmund, von den schwarz-gelb gekleidet, unter anderem mit Rückkehrer Mario Götze in der Startelf. MGT baut allgemein ein bisschen auf Neuzugänge im Kasten, Roman Bürki davor, dann Pist Sokrates, Bender und Schmelzer, Castro, Weigel und Götze im zentralen Mittelfeld und vorne in der Dreier-Offensivreihe Marco Reus, Pierre-Emerick Aubameyang und eben Ousmane Dembélé, der Neuzugang von Stadtrennen, der ja die Liga aufmischen möchte, hat im Interview vor diesem Spiel gesagt, dass er alles geben würde, um Lössl, Donati, Balogun, Bell und Brosinski ordentlich auseinanderzunehmen. Jibama und Ramayo auf der Doppel-6, davor Öztunali und De Blasis, vorne drin Britos und Cordoba, das heißt die beiden teuersten Neuzugänge, Öztunali und Britos, direkt mal von Anfang an. Die neue Nummer 10 der Mainzer, der uruguayische Nationalspieler natürlich unter Harald Fimmler Regie. Ganz interessante Partie. Allerdings startete das Ganze spektakulärer, als man es eventuell erwartet hätte. Lauer Sommernachmittag, normalerweise dauert es ein bisschen, bis man in die neue Saison reinkommt, bis man so ein bisschen ins Spiel kommt, bis man wieder weiß, wie Fußball spielen geht, aber diese beiden Mannschaften hatten von Anfang an richtig Bock, Fußball zu spielen. Ousmane Dembélés erste Aktion nach gerade mal 3 gespielten Minuten, Pablo de Blasis, der Argentinier, mit dem Foul gegen den Neuzugang, nein, Brosinski war es in der Situation. Und es gibt den Freistoß für den BVB, ausgeführt von Sokratis Papastathopoulos. Relativ unaussichtsreiche Position an der Mittellinie, aber er spielt das Ganze kurz aus. Und dann kommt der direkte Fußball des BVB, der neue Stil unter MGT. Mit der Hacke abgelegt auf Julian Weigel, die Flanke von Weigel auf Marco Reus, 1:0. Keine 5 Minuten gespielt und der BVB ging im Signal Iduna Park in Führung. Wunderschöner Angriff des BVB und damit gehen sie in Führung und das war einfach nur Weltklasse. Marco Reus normalerweise wahrlich kein Kopfballspezialist, aber diese Flanke von Julian Weigel, die muss man verwerten. Lössl, der Neuzugang
aus der französischen Liga, absolut chancenlos, kann dann nichts gegen diesen wuchtigen Kopfball von Reus machen. Und wir schauen nochmal auf Marco Reus, läuft sich wunderbar frei, geht genau im richtigen Moment nach vorne und platziert den Kopfball dann genau unter die Latte. Da kann kein Torwart der Welt was machen. Der erste Treffer in der neuen Saison für den BVB durch den so von Verletzungen geplagten Marco Reus. Allerdings wollten das die Mainzer nicht so wirklich auf sich sitzen lassen und antworteten prompt. Wir gehen in die nächste Szene. Keine 10 Minuten gespielt. Donati außen ganz, ganz stark gegen Schmelzer. Die Flanke des Italieners. Und da kommt der neue Mann. Da kommt Brito aus 1:1. 9 Minuten durch und der Uruguayer auch mit seinem ersten Treffer der Saison, mit seinem ersten in der Bundesliga, die neue Nummer 10, direkt erfolgreich. Und warum? Weil Schmelzer sich abkochen lässt und weil in der Mitte Sokratis nicht richtig aufpasst und Brito seinen ersten Pfosten durchlaufen lässt. Bürki ist dann chancenlos, kann nichts gegen diesen wunderschönen Schuss, diesen Volley des Uruguayers machen. Und MGT ärgert sich, denn dieses Gegentor war ultimativ unnötig. Sie hatten gerade die Führung erzielt und dann kommt Brito und er weiß genau, er muss auf den ersten Pfosten laufen. Sokratis rechnet damit nicht und Bürki kann nichts machen. Aber Dortmund wollte direkt wieder antworten, ging aggressiv drauf. Julian Weigel, der Torvorbereiter. Gute Balleroberung. Marco Reus mit dem Ball auf Pierre-Emerick Aubameyang und Weigel. Lösse, nicht Weigel. Mit der wunderbaren Parade der Däne im Kasten. Das war seine erste richtig gute Tat, nachdem er beim Tor nichts machen konnte. Aubameyang trifft hier nicht, weil er den Ball über den Kasten lenkt. Und auch aus der First-Person-Perspektive sehen wir hier nochmal, das war eine richtig starke Parade des dänischen, ja, Zweitnationaltorwarts nach Kasper Schmeichel. Er wollte das Rennen jetzt für sich entscheiden, die Saison, mal sehen, wie das Ganze laufen wird. Zunächst einmal die anschließende Ecke reingebracht vom Torschützen Marco Reus. Die Ecke erstmal abgewehrt, aber direkt wieder auf den Fuß des Nationalspielers. Die zweite Flanke, ganz, ganz schlecht geklärt von der Mainzer Defensive. Und da steht Pierre-Emerick Aubameyang, 2:1, 23 Minuten durch. Es sollte ein Spektakel werden im Signal Iduna Park. Der Gabuna mit seinem ersten Saisontreffer, die beiden wertvollsten Spieler des BVB, machen die ersten beiden Tore der Saison. Und das darf man einfach einem Aubameyang nicht auf. Auflegen. Ganz, ganz schwach verteidigt von Jibama, der diesen Ball direkt, Balogun war es im Endeffekt, der den Ball direkt vor die Füße von Aubameyang legt und Lösler kann dann wieder nichts machen. Gerade klasse gehalten in dieser Situation, absolut machtlos gegen den Schuss des Top-Torschützen des BVBs aus der vergangenen Saison. Der freut sich natürlich ordentlich und das auch vollkommen zurecht, denn somit hatten sich die, ja, Schwarz-Gelben die Führung direkt zurückgeholt. Allerdings wollte Mainz nicht richtig aufgeben. Die machten genauso weiter, der Karnevalsverein hatte richtig Spaß an diesem Spiel, gab aber allerdings auch ein paar Freiräume, Preis und immer wieder Standards. Und wir haben gerade gesehen, was der BVB bzw. wie der BVB daraus Kapital schlagen kann. Trotzdem MGT mit dem kritischen Blick, er war nicht wirklich zufrieden mit der Leistung seiner Jungs hier in den ersten 30 Minuten, weil sie defensiv halt nicht so gut standen. Diese Ecke wurde erstmal zu nichts, aber es ging weiter mit Aktion in der Offensive. Schönes Zusammenspiel von Dembélé auf der Außenbahn. Dann will er sich hier durchsetzen gegen Brosinski. Kommt auch tatsächlich irgendwie durch und nutzt sein Tempo aus. Schöner Ball auf Pierre-Emerick Aubameyang und der hat eine klasse Idee, bringt den Ball in die Mitte. Castro, der muss das 3:1 machen, aber er macht es nicht, weil Lössl da ist und weil Lössl zeigt, was er für ein guter Torwart ist. Die zwei Gegentore, beide Male nicht seine Schuld und auch in dieser Situation zeigt er sich definitiv nach dem Schuss von Pierre-Emerick Aubameyang auch gegen Gonzalo Castro, der direkt die Ecke ausführen möchte. Und wie gesagt, nach Ecken kann der BVB durchaus gefährlich sein. Und das wollten sie hier natürlich wieder beweisen. Wir sind in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Die Flanke kommt rein. Piszczek kommt nicht ran. Ramaljo kann klären. Und dann war auch Halbzeit im Signal Iduna Park. Die BVB-Fans natürlich zufrieden, die Mainzer bisher mit einer klasse Leistung. Brithos in seinem ersten Spiel mit dem ersten Tor war ein dauerhafter Unruheherd. Und auch wenn Mainz keine großen Chancen hatten, sie machten definitiv Probleme der Hintermannschaft des BVB. Und das sollte sich auch im zweiten Durchgang weiterhin nicht ändern, denn die Schwarz-Gelben hatten ordentlich Probleme mit den mutig aufspielenden Mainzern. Wieder ein Freistoß, immer von Mainz, direkt nach dem Anpfiff und Roman Bürki verhindert den Ausgleichstreffer. Wieder von Brithos, der gute Kopfball in der Situation. Sie hatten es nicht indirekt ausgespielt, sondern direkt und Brithos absolut gefährlich, fast hier mit seinem zweiten Tor, wenn der Schweizer Nationaltorwart nicht da gewesen wäre. Allerdings gab es auch auf dieser Seite natürlich jetzt einen Eckball und auch diesen nehmen wir mit, denn es sollte zumindest im Ansatz gefährlich werden. Pablo de Blasis bringt diese Ecke in die Mitte, der junge Argentinier mit der Flanke und da steht John Cordoba, kommt Gott sei Dank nicht richtig ran für den BVB. Nochmal de Blasis kann den Ball in die Mitte bringen und der Kopfball von Balogun, aber deutlich am Tor vorbei. Der hätte fast seinen Fehler wieder gut machen können von 2:1, wird hier aber nichts und es gibt dann Eibo für den BVB. Dembélé ärgert sich in der Situation, dass er den Ball verloren hat, aber bringt dann trotzdem eine klasse Flanke und zwar wieder auf Marco Reus mit dem Kopf. Außennetz, Lössl muss nicht eingreifen. Naja, der BVB hatte auch gute Chancen, aber es blieb beim 2:1, es blieb also ganz, ganz knapp im Signal Iduna Park und das unter anderem, weil sie ihre Chancen nicht nutzten, auch in Durchgang 1, wir haben es gesehen, unter anderem Aubameyang, auch wenn das Tor aus der Ecke entstanden ist oder auch Gonzalo Castro und sowas kann sich natürlich rächen und plötzlich spielte Mainz immer besser nach vorne. John Cordoba mit dem Ball auf Brithos, guter Fass.
Versuch. Und wieder ist Roman Bürki da. Der Uruguayer, der beste Mann auf dem Platz, das muss man einfach so sagen. Hatte die meisten Ballaktionen bei den Mainzern und war vor allem dauerhaft gefährlich. Die meisten Abschlüsse aller Akteure auf dem Platz. Und es ging so weiter, denn Mainz wollte nicht so wirklich aufhören zu spielen, auch wenn Bürki hier sich langsam aufregt und seine Männer motiviert, mal mehr nach vorne zu machen und sie nicht hinten reindrängen zu lassen. Die anschließende Ecke von De Blasis und wieder ist Bürki da. Und da müssen wir nochmal genauer hingucken, beziehungsweise dürfen wir nicht genauer hingucken. Götze war im Zweikampf mit Ramaljo. Es war kein elfmeterwürdiges Foul und der BVB-Konter rollt. 66. Minute, Ball von Dembélé auf Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang mit der flachen Flanke. Reus und was für ein Tackling von Levenez Tunali. In der Situation wunderbar, wie er da dazwischen geht und gerade so verhindert, dass der Torschütze zum 1-0 sein doppeltes Tor macht. Allerdings die Szene immer noch nicht vorbei, denn der BVB spielte weiter aus diesem Einwurf. Julian Weigel mit dem Ball auf Marcel Schmelzer, der nimmt sich mal ein Herz aus der Distanz. Wössl ist da, keine große Problematik. Dann dreifacher Wechsel beim BVB, Reus, Dembélé und Schmelzer raus und Emre Mor, Pulisic und Guerrero. Alles drei Neuzugänge kamen in die Partie und wir springen gleich mal in die nächste Szene mit Pulisic mit dem Ball auf Castro und der weiter. Ja, wollte auf Emre Mor spielen, aber es war zu unpräzise, genauso wie bei den Abschlüssen und sowas rächt sich ganz gerne mal. Direkt die Antwort von Mainz 05, der direkte Konter, der Ball auf John Córdoba, der ist schneller als Lukas Piszczek, der Kolumbianer, schöner Versuch, aber am Tor vorbei. 80 Minuten durch und noch stand das 2:1. Noch führte der BVB, aber es sollte immer knapper werden. John Córdoba mit dem Ball in die Mitte und dann da verzogen vom eingewechselten Berggren, der war für Britos gekommen und haut hier den Ball über das Tor, aber abgefälscht, muss man sagen, von Bender. Und Bender sollte auch in der nächsten Szene eine wichtige Rolle spielen. Wir sehen hier Sokratis. Es gab nämlich einen Eckball für die Mainzer. Und daraus können sie definitiv, wie wir bereits gesehen haben, gefährlich werden. Wieder Pablo De Blasis mit der Hereingabe in die Mitte. Da steht Córdoba. Córdoba abgefälscht und das ist das 2:2. 84. Minute. Mainz kommt zurück und Mainz nutzt seine Chance jetzt endlich und macht den verdienten Ausgleich. Belohnen sich für den Aufwand, den sie betrieben haben. Und wer war der Unglücksrabe? Es war tatsächlich Sven Bender. Gerade die Ecke verursacht und hier mit der Brust lenkt er den Ball ins eigene Tor. Bürki schon auf dem Weg in die Ecke. Und auch der Mann am Pfosten kann nichts mehr dagegen machen. Eigentor für Manny Bender. Ganz, ganz bitter für ihn. Aber der BVB wollte nochmal antworten. Nochmal Emre Mor hier nicht gefoult, aber Götze sauer. Möchte nachsetzen. 87. Minute setzt auch nach. Wunderbar gemacht. Und dann der Ball in die Mitte auf Pulisic. Und Lössl hat das antizipiert und ist da. Kann diesen Ball abwehren. Und im Gegenteil gab es sogar nochmal eine Chance für Mainz. Flugkopfball von John Córdoba kommt nicht ran. Aber war egal für Mainz, denn sie entführen einen Punkt aus dem Signal Iduna Park. Erster Spieltag. Und der BVB kann direkt nicht mithalten mit dem FC Bayern München. Was ist denn da los? Sie hätten es entscheiden können im ersten Durchgang. Sie hätten es entscheiden können im zweiten Durchgang. Im Endeffekt aber starke, couragierte Mainzer mit zwei wunderbaren Toren, auch wenn natürlich ordentlich Glück dabei war beim Ausgleichstreffer. Der BVB also ein bisschen enttäuschend und Mainz lässt von sich hören und gerade Britos macht auf sich aufmerksam. Wir dürfen gespannt sein, wie das weitergeht mit Mainz und wir dürfen gespannt sein, wie es weitergeht mit dem BVB. Für den Moment 2:2 am ersten Spieltag zwischen diesen beiden Teams. Spieltag. Ja, natürlich gar kein optimaler Start zugegeben. Es war in gewisser Weise verdient, dieses Unentschieden für Mainz 05, aber trotzdem bitter, dass wir direkt Punkte liegen lassen. So viel zum Thema, ich hole die Meisterschaft und die Champions League. Wir haben eine weitere Leihe, einen Verkauf sogar vom Bodenmann gegebenenfalls, aber den möchte ich nicht für unter Marktwert abgeben. So, und wir haben noch zwei Angebote. Einmal, dass Thun angenommen hat für Hendrik Bohnmann 400.000 und ein Angebot für Julian Weigel von Crystal Palace, das wir aber ohne weiteres abschmettern werden und auch künftige Angebote ablehnen. Das war's von dieser Episode. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, in die Kommentare zu schreiben. Erstens, welchen zentralen Mittelfeldspieler sollen wir verpflichten? Sollen wir überhaupt einen verpflichten oder sollen wir mit Castro, Götze und Weigel bis zur Winterpause spielen und dann versuchen, den Kollegen Nainggolan zu holen oder Sigurdsson? Je nachdem, Nainggolan wäre mein favorisierter Spieler. Sollen wir Dolberg holen und vor allem sollen wir Timo Horn im Austausch mit Bürki und 8 Millionen holen? Da bin ich mal sehr interessiert dran. Habt ihr noch einen Kracher? Die Infokarte mit Williams habt ihr ja gehabt im Video. Dann schreibt ihn auf jeden Fall in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert kostenlos diesen Kanal. Wenn ihr es noch nicht getan habt, schaut euch die anderen Videos und die anderen Episoden des Dortmund-Karrieremodus an. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, passt auf euch auf, haut rein und ciao.